So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere mit, ja, dem SV Darmstadt 98 und heute mit der Partie gegen den ersten FC Köln, gegen die Geißböcke heute mal wieder auswärts und wir, ihr habt es mitbekommen, sind in einer unfassbar bestechenden Form. 3 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden, das Unentschieden gegen Ingolstadt dafür, ein 2:0 zuletzt gegen den Tabellendritten aus Berlin. Also das ist richtig stark, was wir momentan zeigen, was wir momentan auf dem Platz liefern, haben die drittbeste Abwehr der Liga. Die drittbeste Abwehr hat Darmstadt. Muss man sich mal geben. Dafür auch den 6. schlechtesten Sturm. All das haben wir uns im letzten Part ein bisschen angeschaut. Und kleine Info für euch. Heute geht's leider Gottes, oder gibt's leider Gottes, keinen Kommentar, den ich mit reinnehme. Ich habe es im letzten Part angesprochen. Bei mir ist heute immer noch Donnerstag. Ich nehme heute hier gleich 2 Parts auf, damit ihr da versorgt seid. Also da nicht wundern. Natürlich trotzdem gerne Comments da lassen. Für den nächsten Part dann nehme ich wieder einen mit rein. So, das war das. Schaut auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Der erste Link führt zu meinem Zweitkanal Far Cry Primal. Zock ich da momentan, würde ich mich sehr freuen. Der Kanal ist ganz, ganz jung und ganz, ganz frisch. Wenn ihr von Anfang an mit am Start sein wollt, schaut vorbei, klickt vorbei, lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es euch wieder gefällt, Däumchen nach oben, ist auch ein Träumchen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und damit, Jungs, möchte ich heute, nachdem ich im letzten Part, ich sehe es ja immer an der Datei, die lädt im Hintergrund, also die dann erzeugt wird, die Aufnahme, wie lange ich immer schon aufnehme, von dem, ich möchte heute nicht allzu viel labern. Ich möchte heute nicht allzu viel labern, wir starten heute direkt rein. Das Einzige, was wir tun, ist, dass wir uns die Mannschaft ein bisschen anschauen. Zulu zuletzt getroffen, Martinien in unfassbarer Form, da Hut hat getroffen, ist aber nicht so stark, deswegen, also nicht so fit. Deswegen muss ich den fast erstmal rausnehmen und, ich bringe auch mal wieder, ich glaube, ich bringe auch mal wieder Gadic auf der rechten Seite. Einfach, weil er auch nicht so fit ist, der Sirigu. Franšić muss aber halt spielen eigentlich, ne? Ich glaube, ich nehme da Hut raus, bringe Niemeyer. Es tut mir leid, aber das müssen wir machen. Und vorne kommt Dausch rein. Hilft alles nichts, aber ja, irgendwo müssen wir ein bisschen rotieren zumindest. Burgstaller noch angeschlagen. Und unser neuer Herr Orban mit am Start. 54. Die Stärke von ihm, 16 Jahre jung, zentraler Mittelfeldspieler, den werden wir hoffentlich auch noch sehr, sehr geil entwickeln, da freue ich mich drauf. Und damit starten wir rein. Es ist der 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, die Kölner auf Rang 14, fighten so ein bisschen noch um den Relegationsplatz, von dem her, da geht es noch um einiges in Köln und in Köln ist eh eine geile Atmosphäre, freue ich mich jetzt drauf. Hoffentlich aber mit dem nächsten Sieg. Hoffentlich mit dem nächsten Sieg. Wir in Orange, Köln in Weiß, es regnet. Wir spielen natürlich weiterhin auf Legende. Es ist 17.30 Uhr, wahrscheinlich ein Sonntagsspiel. So ein typisches Sonntagsspiel, oder? Köln-Darmstadt. Ja, irgendwie, wo sich wahrscheinlich eher die Leute freuen, die wirklich Fan der beiden Mannschaften sind. Und der Rest, naja, eher weniger. Aber das mal nur so am Rande. Wir gehen sahen, Freunde. 25. Ich glaube, 25. Spieltag, habe ich gerade gesagt, oder? Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Let's go. Ich wünsche euch übrigens ein wunderschönes Wochenende auch an der Stelle. Freitag ist, bei mir ist noch Donnerstag, bei euch ist Freitag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es und entspannt euch schön. Das mal auch nur so am Rande. Also, Köln gegen Darmstadt, das ist heute die Partie. Vor wahrscheinlich ausverkaufter Hütte. Köln, immer eine Reise wert. Richtig, richtig cooles Stadion. Macht unfassbar viel Laune. Ich war hier selbst dabei. Sogar beim Aufstiegsspiel damals gegen Bochum. War eine unfassbare Erfahrung. Wir schon rein. Wir auf Rang 5. 38 Punkte mit einem Sieg könnten wir Richtung Champions League Platz rutschen. Bei ein paar Zufällen, wenn andere Vereine verlieren, blablabla. Aber das ist ein Thema, ich spreche es immer wieder an und sage trotzdem, ich will nicht drüber reden, aber der Traum ist es natürlich nicht. Champions League, das ist so gut, aber Europa League würde ich mich sehr drüber freuen, das wäre ein richtig, richtig geiles Ding. Links so ein bisschen abgeschnitten, Martinha, einer, der in unfassbar guter Form ist, eine 7,9er Form über die letzten Wochen gesehen, das ist sehr, sehr stark. Und wir gucken mal rein in die Aufstellung der Kölner. Mit Horn im Tor vorne mit Simon Zoller und Exlager, Bittencourt, Risse, Gerhard Vogt, Hector Engel, Mavrai und Marot, das soweit. Die Mannschaftsaufstellung, bei uns gibt es ein paar Änderungen, wir haben es angesprochen, der Hut muss fitnessbedingt raus, Garic kommt hinten rein noch für Sirigu und vorne Dausch, also auf 3 Positionen verändert im Vergleich zu den letzten beiden Spielen, da haben wir beide Male dieselbe Formation gewählt, Rausch, Dausch, Keins, so heißt unser Trio da vorne drin und auf das bin ich dann mal sehr gespannt, Freunde. Burgstaller noch im Aufbau, für alle, die sich fragen, wo ist Burgi, der wird wahrscheinlich gegen Hannover im nächsten Part dann wieder mit am Start sein. Gehen wir es an. 25. Spieltag. Hoffentlich wieder eine so geile Partie zeigen. Sowohl was das Ergebnis angeht, als auch die Leistung. Wie gegen Berlin, dann bin ich mehr als zufrieden. Keins. Vierte Minute. Richtig gute Aktion, Florian Keins. Mit der Chance zum 1:0. Zur ganz, ganz frühen Führung. Und die wird auch uns heute wieder so unfassbar gut tun, wenn wir die hinkriegen. Aber auch das Spiel geht gut los. Also ich glaube, momentan sind wir wieder in so einem absoluten Up.
Es läuft sehr, sehr viel. Ich fühle mich, das habe ich im letzten Part schon angesprochen, ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ich mit der Mannschaft kick. Es klappt einfach vieles. Und das ist natürlich auch immer ein gutes Zeichen. Kainz. Probiert da mal so ein bisschen was. Das darf er ruhig. Und dann der Schuss. Tausch! Was macht er da? Den muss er dann reinbringen. Den ersten Jan, okay, den kann man natürlich falsch treffen. Aber der zweite alleine vor Horn. Und er kriegt ihn nicht unter. Ist ein bisschen bitter. So, Garic, der alte Mann, muss über die Seite mit. Kommt da nicht so wirklich gegen an. Und dann können wir den ganz, ganz, ganz safe zurückköpfen. Ganz, ganz stark. Boah, Köln presst relativ früh. So kommt es mir hier vor. Also, die wollen ja auf jeden Fall nicht zurückstecken. Auch wenn sie hinten drin stehen, wollen damit Pressing uns unter Druck setzen und somit im Spielaufbau stören, aber das lassen wir hoffentlich nicht zu. Da ist ein guter Wechsel. Oh, das sollte nicht hin, aber alles nochmal gut gegangen. Rausch kriegt nochmal den Ball. Schöner Doppelpass. Konstantin Rausch über die Seite. Rausch. Schöner Ball. Holland in die Mitte gelegt und dann Franšić macht den rein. 16. Minute 1:0. Diesmal ist es Franšić, der trifft im Vergleich zum letzten Part ein relativ ähnliches 1:0. Schön über die Seite kombiniert. Wir reißen unfassbare Lücken in der Mitte auf. Ja, und Franšić, dass er den nicht einfach dahin stießt, wo keiner steht. Das müssen wir nach dem Spiel mal fragen. Aber 1:0. Gute Führung, Jungs. Und auch die verdiente Führung. Ich glaube, das tut uns ganz gut, wie Köln hier spielt. Mit dieser offensiven Spielweise kriegen wir ganz gute Räume. Wenn wir, wie gesagt, die Bälle dann an den Mann kriegen. Sollte Köln uns dann natürlich mal unterbinden und wir auch relativ offen stehen, dann hat es Köln dementsprechend auch relativ leicht, schnell umzuschalten und ein Tor zu erzielen. Aber alles in allem, glaube ich, kommt uns die Spielweise relativ gut entgegen. Aber das werden wir im Laufe des Spiels sehen. Mal schauen, was die Kölner jetzt antworten werden. Das ist der erste kleine Schussversuch. Kein Problem für Martenia und Co. Oh, und der Ball, der war schlecht. Der war einfach ungenau gespielt. Wieder die Kölner bitten wir. Das sind so die Optionen und Aktionen, die ich gemeint habe, die nicht passieren dürfen. Jungwirth klärt dann aber wieder gut. Also, 22 Minuten gespielt. Gefühlt nicht ein ganz so souveränes Spiel wie gegen Berlin. Aber alles in allem wieder eine sehr, 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 sehr gute Partie, die mir sehr gut gefällt. Stand jetzt, wo wir weiter Fortschritte machen. Aber wo gerade solche Pässe nicht ankommen, die, wie gesagt, null riskant sind eigentlich, sondern die ankommen müssen. Aber wir kriegen sie nicht momentan gebacken. Martin, ja, gut geklärt. So, da muss Dausch mal mit nach hinten arbeiten ein Stück. Ex-Lager auch mal von vorne unter Druck setzen. Ich krieg ihn aber gar nicht, leider. Und dann sind wir gut dazwischen. Niemeyer. Ja, und das ist dann schön rausgespielt. Kainz. Da ist er wieder weg. Also, Köln wird stärker. Wir werden schwächer. Da müssen wir gegensteuern. Halbe Stunde vorbei. Engel. Spiel's nochmal hinten rum. Ich versuche mal ein bisschen zu pressen, aber dazu stehen wir zu schlecht, um die Kölner effektiv unter Druck setzen zu können. Kommen wieder. Marot nach vorne gelegt. Zoller. Der da auch ein bisschen von hinten sich die Bälle holen muss, weil wir da scheinbar ganz gut stehen. Engel. Engel. Ah, kriegt den in die Mitte gespielt. Vogt. Nach unten. Risse kommt dann über die Seite. Aber auch da sind wir nah dran. Am Mann in der Mitte. Kein Kölner. Alles relativ harmlos. Aber wieder der Ball. Wir können die Dinger gerade nicht gut klären. Wir fighten um die zweiten Bälle. So ist es nicht. Aber wir haben kein Glück, dass die auch mal zu uns ankommen. So, wir machen sie jetzt mal breit. Garic. Der war wieder nicht gut. Oh, und dann auch noch die Mischung mit meinen Pässen gerade, die auch nicht wirklich vorteilhaft sind. Ist das momentan, ne, das lässt es nicht so souverän aussehen wie gegen Berlin. Jungwirth. So, vielleicht müssen wir da einfach noch ein bisschen ruhiger spielen. Holland. Franšić. Ja, das ist ein guter Ball. Niemeyer, der ist auch noch gut. Garic. Solche Dinger müssen ankommen, Jungs. Konzentriert euch. Die kosten uns sonst irgendwann mal Punkte hier. Abseits. Abseits, abseits. 7 Minuten noch in Durchgang 1. Das ist ein sehr starker Start. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen nachgelassen. Dann hat die Präzision in den Pässen gefehlt. Franšić. Jungwirth, jawohl, gut gespielt. Matip. Jungwirth, aufpassen, du bist einer der Letzten da. Niemeyer, der war gut. Oh, dann will ich den durchspielen. Aber wir kriegen die Möglichkeit. V-Spiel und das ist jetzt die Position für Rausch. Erinnert euch an den letzten Part Skill Games, wo heute haben wir trainiert. Da haben wir trainiert. Und der muss rein. 27 Meter. Er kriegt ihn nicht unter. Rausch, das ist die perfekte Position eigentlich für ihn. Schade, schade, dass es am Ende nicht klappt. Es gibt den Abstoß. Horn im Kasten. Kloppt den da nach vorne. So, come on, Jungs. Dausch wieder. Rausch. Ja.
Ja, ganz unten Niemeyer. Oh, braucht zu lang. Da war so eine schöne Lücke da. Ex-Lager. Wir sind schon in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Mal schauen, ob hier noch irgendwas passiert. Mavrei. Nochmal nach oben gespielt. Halbe Minute noch. Maro, Ex-Klubberer. Ab nach vorne. Der kommt gut. Und dann ist Schluss. Und dann ist Schluss. Oder abseits? Nee, es war abseits. Es war erstmal nur abseits. Aber jetzt wird er wahrscheinlich abpfeifen. Niemeyer. Nichts mehr riskieren, jawohl. Also 1:0 Führung nach 45 Minuten. Ein sehr gutes Ergebnis wie zuletzt gegen die Jungs aus Berlin. Genauso, wir diesmal mit 0 Chancen, die wir hinten zulassen. Wieder mit einer guten Passquote. Nichtsdestotrotz kommt es mir nicht ganz so souverän rüber. Wie gesagt, um Gottes Willen, wir müssen mal Dausch rausnehmen. Franšić. Ich bring mal den jungen Klotz. So, den Rest lassen wir mal. Um Gottes Willen, wir können nicht jedes Spiel so souverän spielen. Gar keine Frage, aber ja, es dürfte trotzdem ein bisschen souveräner sein. Weil Köln das eigentlich nicht wirklich so gut macht. Aber wir es nicht ganz so umsetzen können. Oh, Gottes Willen. Unser Spiel, was wir vorhaben. Wichtig, kein Gegentor kassieren. Ich weiß, klar, weil sonst gewinnen wir nicht, wenn wir jetzt eins kassieren würden. Oh, oh. Oh, oh, abgefälscht. Der ist im Aus. Aber auch so. Auch so weiterhin für uns. Oh, mein Gott. Jetzt wollte ich ihn erst lang spielen. Für unsere Moral, für die Form und, und. Wäre das unfassbar wichtig. Zulu, jawohl, guter Ball. Dann dauert es ein bisschen lang. Rausch kann ihn dann leider nicht gut mitnehmen. Press nochmal gut drauf. Mavrei nach vorne gelegt. Vogt. Köln hat wieder ein bisschen mehr Platz. Engel. Engel gut nach vorne. Da ist Risse. In die Mitte gespielt. Wieder Vogt. Nach oben. Und da sind wir gut dazwischen. Guter Ahn das Ganze. Oh, und dann wieder so ein schlampiger, ungenauer Pass. Das ist das, was mir heute gar nicht gefällt. Gut von Jungwirth. Kein Abseits. Wieder! Da spiele ich den nicht hin. Da spiele ich den einfach nicht hin. Warum kommen die gerade nicht? Sondern einfach nur gerade nach hinten. Oh, der war ein bisschen risky, die Grätsche. Aber das war gerade ein schöner Spielzug von uns. Da kann man nicht meckern. Risse. Vogt. Wir brauchen jetzt das Zweite. Wir brauchen jetzt das Zweite. Wir brauchen damit die Entscheidung. Mavrei. Wir dürfen nur aufpassen, dass wir nicht zu stark pressen. Hector. In die Mitte gespielt. Zoller. Ganz stark. Garic. Oh, das ist ein. Ist Schiri. Ist das ein Foul? Er pfeift da den Freistoß. Meiner Meinung nach jetzt nicht die unfassbare, unfaire Aktion, aber okay. Und Niemeyer. Alter Schwede, ey. Wir spielen gerade Pässe, wo ich die nicht hinspiele. Also wirklich, Jungs. Ich schwöre euch, ich spiele die da gerade nicht hin. Klotz. Guter Ball. Jawohl. Schön durchgelassen. Rausch. Dauert zu lang. Kommt aber an. Oh, wenn der noch durchkommt. Auf engstem Raum fast überragend gespielt, Zoller. Ja, wir sind wieder einigermaßen gut am Pressen. Dann kommt Zoller doch durch. Und wir kommen jetzt langsam mal an den Ball so halb. Da ist Jonas Hector. Seitenwechsel, 63. Minute. Köln findet keinen Weg nach vorne. Köln findet aber gar keinen Weg nach vorne. Niemeyer. Oh, Jungs, wir kriegen die Pässe nicht hin. In der Mitte, habt ihr gesehen, wie viel Platz da der junge Klotz hat? Aber ich krieg ihn nicht angespielt. Das ist gerade ein Problem in der Partie. Gott sei Dank führen wir 1-0. Aber ich krieg gerade auch da wieder. Das sind Jungs. Hallo? Pässe, 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 die unfassbar schlecht sind. Warum? Ich verstehe es gerade nicht. Relativ standardmäßige Dinge einfach, die nicht ankommen. Und die uns hoffentlich nicht hier irgendwas am Ende kosten. Zoller. Gut von Martinha. Ich traue mich fast, den Ball nicht richtig rauszuspielen, aber das machen wir dann doch gut. Klotz versucht mal den langen Ball auf Kainz, der aber nicht durchmarschiert. Keeper kommt raus, Horn klärt den. Ball ist noch im Spiel scheinbar. Jawohl. Niemeyer, schön. Und dann nach oben gelegt, wunderbar. So, da muss eigentlich mal Rausch gehen, macht er nicht. Bringt er damit seinen Mitspieler in Bedrängnis. Da muss er doch gehen, Mensch. Die Lücke ist riesig groß. Gut, Zulu. Also, wie gesagt, es ist heute ein bisschen komisch. Wir führen von dem her alles gut, aber es ist alles in allem heute sehr, sehr ein komisches Spiel. Ich verstehe es nicht ganz. Engel. Komm, dranbleiben. Aber völlig egal. So ein Spiel, so ein Sieg musst du auch mal mitnehmen. Hauptsache der Sieg. Ich krieg Niemeyer nicht, verdammt. Jetzt hat. Sag ich doch, ich will den. Dausch wird mal geschickt. Langer Ball. Kein Fehler vom Verteidiger leider. Dausch kommt schön vorbei. Und dann bleibt er hängen. Dann ist das auch stark gemacht von Gerhard. Ich meine, das ist auch nicht irgendwer. 77. Minute. So, wir gehen mal rein, wir wechseln, Jungs. Wir wechseln mal nochmal. Auf der linken Seite bekommt Rausch mal ein Päuschen, Heller kommt rein. Und Niemeyer ist auch absolut am Limit, der Hut nochmal. Also ich bin froh, wenn diese kleine englische Woche rum ist. Die hat's ganz schön in sich bisher.
Och, ich will wieder einfach ihn hier gleich spielen, den Dausch. Ey, es ist heute 5-6 Pässe sind das schon, die uns riesen Lücken eigentlich ermöglichen würden. Jetzt kriegt Köln die Chance und macht die wahrscheinlich deswegen. Modest. Das ist unfassbar. Es sind heute 5-6 Dinger, die einfach eine unglaubliche Lücke uns bieten, wo die Pässe nicht dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Und ich hatte gerade die Partie gegen Berlin. Ich bin ja direkt im Anschluss am Aufnehmen. Also es kann nicht irgendwie an meiner Form liegen oder mein erstes Spiel oder sonst was. Also ohne Witz, das muss jetzt an FIFA liegen. Das kann nicht sein. Die Pässe, die kamen doch sonst auch an. Und aus diesem heraus, Dausch wäre alleine auf den Keeper gelaufen, wenn der Pass da hinkommt, wo ich hinklicke. Und aus der Situation, aus dem Fehler heraus, kriegt einfach Köln schafft Köln den Ausgleich. Das ist enorm bitter. Das ist sowas von bitter. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, da muss ich früher schießen. Ich muss wieder ein bisschen auch früher zum Abschluss kommen. Das ist auch wichtig. Gut gemacht. Setz dich durch, komm. Gut von Garic. Dahoud. Ja, schön. Klotz, bring mal den langen Ball. Jawohl, der ist stark. 86. Minute. Heller, der ist noch frisch. Heller, der kommt aber nicht durch. Oh Mann, das regt mich gerade richtig auf. Sowas nervt richtig, wenn du dann so ein Tor kriegst. Vor allem Köln einfach aus dem Nichts. Ich glaube, die haben in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss gehabt, gefühlt. Und kommen dann durch sowas hier wieder rein in die Partie. Und wir spielen scheinbar am Ende nur unentschieden. Wegen so einer dummen Aktion. Das nervt richtig. Nochmal gut von Sulu. Nochmal ein guter Pass. Gibt's doch nochmal die Möglichkeit. Ich krieg's nicht. Ich krieg es nicht gebacken. Ich krieg es nicht gebacken. Das, was ich vorhab. Vogt. Oh, Jungs. Ein Rie. Ich ärgere mich gerade, als hätten wir 5-0 verloren. Aber es ist auch einfach extrem dumm. Wir kriegen das zweite Tor nicht rein. Im Gegenzug kriegen wir das 1-1. Es ist, wenn man das Spiel insgesamt sieht von den Statistiken, in Ordnung. Da geht's in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn man so das Spiel gesehen hat, was möglich gewesen wäre. Köln hat nicht gut gespielt. Und wir, wenn ein paar Pässe mehr ankommen, stehen wir 2-3 Mal mehr alleine vom Keeper. Wenn die Kombinationen funktionieren, die aber heute irgendwie nicht funktionieren wollten. Wir spielen nur 1-1, verdammt. Es ist das vierte Spiel in Folge, das wir nicht verlieren. Es ist weiterhin gut für Darmstädter Verhältnisse, aber es ist enorm bitter. Es ist enorm bitter. Wir damit weiterhin auf Rang 5. Bleiben weiterhin vor Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg und Co. Aber wie gesagt, mich ärgert es ganz, ganz stark. So, wir schauen mal rein, ob wir das Richtige trainieren. Abschluss, Schusskraft, das passt. Lange Pässe, Flanken, da können wir bei Dausch mal ein bisschen was anderes trainieren noch. Irgendwas auch Richtung Schuss nochmal. Stellungsspiel, Kopfballpräzision, das brauchte er eigentlich nicht so. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir da nicht. Beziehungsweise bei Schuss, doch, das könnten wir machen, ne? Mittel, das machen wir mal. Klotz, ZM, Übersicht, kurzer Pass, Manndeckung, Abfangen, Grätsche, das passt. Und Pollersbeck als Rechtsverteidiger, ja, da können wir auch eher ein bisschen Richtung Defensive gehen. Pollersbeck, so. Nichts empfohlen, sondern Abwehr. Und dann machen wir das hier ab. Ja, das machen wir. So, also trainieren wir mal alles, simulieren wir alles, gucken mal, dass die Leute und Jungs ein paar Fortschritte machen. Das wäre sehr, sehr geil. Jawohl, Klotz geht hoch auf eine 61, Pollersbeck auf eine 53, sehr, sehr geil. In vielen Attributen haben sie sich da verbessert. Das freut uns. Das sind die Top-Talente, die wir hier in der Jugendschmiede so ein bisschen fördern wollen. Allen voran natürlich Dausch, Vorzeigetalent an Klotz. Wir müssen natürlich auch noch, jetzt lass mich mal schauen, wen hatten wir jetzt da drin? Klotz, Klotz, Dausch, Dausch. Ne, Orban. Wir hatten Orban damit drin. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So, eine Woche Pause, das tut uns auch gut, damit die Jungs ein bisschen fitter werden. Vielleicht lag es auch daran, dass wir alle nicht mehr ganz so fit und frisch waren. Und dementsprechend ein bisschen Punkte am liegen lassen. Wer weiß, wer weiß. Und wir haben jetzt echt wieder die Chance mit einem Sieg. Eventuell auf Rang 4 oder so zu kommen. Wahnsinn. Gegen Hannover 96. Gegen eine Mannschaft, die auf Rang 15 steht, die um den Abstieg kämpft. Wie wir eigentlich theoretisch auch. Ich bin mal sehr gespannt, ob das am Ende funktioniert, Jungs. Wir haben noch 4 neue Nachrichten. Die gehen wir auch an. Monatliches Scouting-Update. Da gibt es ein paar Neuerungen, ein paar Neuigkeiten. Joa. Wobei, der ist schon 17. Auch der, den muss ich leider auch, muss ich beide ablehnen. Das sind sie schon so ein bisschen zu schlecht. Und entwickeln sich nicht mehr so stark, wenn die 17 sind und nur maximal sogar eine 51 haben. Das ist mir ein Tickchen noch zu wenig jetzt mittlerweile. Wir motivieren uns vor der Partie gegen Hannover. Gucken rein, ein Vorschlag. Der Dirk möchte von Beginn an spielen. Ich denke, du wirst auch wieder von Beginn an ran dürfen. Schauen wir mal rein, dass wir da wechseln können. Der Dirk vorne rein. Franschitsch, das passt. Rausch. Boah, das ist jetzt schwierig. Der Dirk, keins Rausch. Ich glaube, ich nehme mal Burgi nur mit auf die Bank diesmal sogar. Für Heller. Der Hut kommt wieder rein für Niemeyer, Vrancic, Jungwirth, Zulu, Matip, Garic, da bringen wir wieder Sirigu. Holland lassen wir drin. Und dann bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden.
Zack, zack. Jo, das passt. Das passt. Also, so werden wir es angehen gegen Hannover 96. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts. Schaut, wie gesagt, in der Videobeschreibung vorbei. Erster Link, der Link zum Zweitkanal Far Cry Primal. Ich hab Bock, das Spiel macht Laune. Schaut gerne vorbei, würde mich freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Macht's gut, haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.